Hallo Menschen, heute kommt meine Rezension zu Jeder stirbt für sich allein von Hans Fallada, was dessen letztes 1946 erschienenes Buch kurz vor seinem Tode war. Es beruht auf wahren Begebenheiten mit dem Vorbild des Ehepaars Hampel. Und insofern haben wir in dieser ungekürzten Ausgabe hinten im Anhang auch ein paar Fotos dieses Ehepaars und Kopien aus den Prozessakten dann. Was die Wahrheit dieser Geschichte anbetrifft, möchte ich euch kurz etwas aus dem Vorwort vorlesen. Und zwar: Mancher Leser wird finden, dass in diesem Buche reichlich viel gequält und gestorben wird. Der Verfasser gestattet sich, darauf aufmerksam zu machen, dass in diesem Buche fast ausschließlich von Menschen die Rede ist, die gegen das Hitler-Regime ankämpfen, von ihnen und ihren Verfolgern. In diesen Kreisen wurde in den Jahren 1940 bis 1942 und vorher und nachher ziemlich viel gestorben. Etwa ein gutes Drittel dieses Buches spielt in Gefängnissen und Irrenhäusern und auch in ihnen war das Sterben sehr am Schwangen. Es hat dem Verfasser auch oft nicht gefallen, ein so düsteres Gemälde zu entwerfen, aber mehr Helligkeit hätte Lüge bedeutet. Ich las dieses Buch zusammen mit Verstand und bei ihr, glaube ich zumindest, werdet ihr noch viel, viel mehr Hintergrundinformationen bekommen. Sie hat unter anderem das Grabmal dieses Ehepaars Hampel besucht, sah auch schon einmal eine Theateraufführung dazu, das heißt, dort bekommt ihr dann noch viel drumherum. Bei mir soll es jetzt eher ums Buch gehen. Hier folgen wir hauptsächlich dem Ehepaar Quangel, wie sie eben im Buch genannt werden, deren Sohn im Zweiten Weltkrieg gestorben ist, woraufhin sie erst so eine Art so kleine, fast schon private Rebellion erstmal in ihren Gedanken starten, die dann allerdings auch dazu überläuft, dass sie mit Botschaften versehene Postkarten in vielbegangenen Bürohäusern verteilen und auf denen klagen sie eben das NS-Regime an oder rufen zum Widerstand direkt auf. Ihr hört daran schon, es geht hier eher um die kleinen, normalen Leute. Also die Quangels sind zwar keine Parteimitglieder, aber er ist zum Beispiel in der Arbeitsfront, einfach weil das Pflicht war. Und wir erfahren auch, dass sie beide durchaus mal so dachten wie, naja, der Führer wird es schon richten, sie haben beide Hitler mal gewählt. Und sie versuchten eigentlich in dieser Zeit einfach nur zu überleben. Sie sind definitiv keine jungen Widerstandskämpfer, die vielleicht schon immer kommunistisch waren oder schon immer gegen das System, sondern sie beginnen jetzt erst langsam, so durch den Auslöser des Todes ihres Sohnes, eben Fehler in dieser Regierung zu bemerken, die irgendwann so viele mehr werden, dass sie das nicht mehr ignorieren können. Und dieser Übergang wird so schön natürlich beschrieben. Es ist nicht so, dass ihr Sohn stirbt und sie sofort ein Attentat auf Hitler planen. Sie sind auch schon ältere Leute, sie können jetzt nicht einfach mal hier in Guerillakämpfen irgendwo entlangrennen. Das ist eigentlich die einzige Art von Widerstand, die ihnen so einfällt oder möglich ist überhaupt. Und noch kurz ein Zitat, was das Ganze dann zusammenfasst. Nachdem, wie gesagt, wirklich schon sie eine Weile überlegt haben, sie auch erst Angst vor ihren eigenen Gedanken hatten und dann ist es aber endlich soweit und sie steht dann: Einmal hatten sie einen Sohn. Der Führer hat ihn ermordet. Jetzt schreiben sie Karten. Ein neuer Lebensabschnitt. Äußerlich hat sich nichts geändert. Ruhe um die Quangels. Innerlich ist alles ganz anders geworden. Da ist Krieg. Und das Ganze wirft allerdings auch gewisse moralische Fragen auf. Das Erste, was man empfindet, ist natürlich, immerhin tun sie etwas. Sie haben sich für etwas entschieden und glauben daran und machen etwas. Sie leisten Widerstand. Dann kommt aber auch schon die Frage auf, ist das tatsächlich genug? Beziehungsweise noch viel wichtiger, hat das tatsächlich Einfluss? Verändert das etwas? Und das Dritte, was eigentlich sogar noch problematischer ist, ist der Fakt, dass diese Postkarten manchmal Menschen in Schwierigkeiten bringen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Das Problem ist nun mal, dass man in einem System lebt, wo jeder permanent verdächtig ist. Und wenn da nun mal jemand kommt, der vielleicht eine etwas unsaubere Vergangenheit hat und so eine Karte findet, selbst wenn er die abgibt, ist der sofort verdächtig. Man braucht eigentlich nur einen kommunistischen Vater zu haben und sofort kann so eine Karte gegen einen genutzt werden. Und das haben die Quangels eigentlich auch überhaupt nicht bedacht. Sie gehen an die ganze Sache unglaublich idealistisch heran, hoffen, dass das Veränderungen bewirkt, dass die Leute das finden, die Fehler auch erkennen und das dann herumreichen oder mit anderen darüber reden. Und das steht halt absolut entgegen zu der Angst, die diese Menschen eigentlich permanent empfinden. Also so eine Karte zu finden, macht die meisten nicht besonders glücklich, um es mal so auszudrücken. Und die Hoffnung der Quangels vielleicht auf Gerechtigkeit ist halt vielleicht an manchen Stellen zu naiv.
Was an der Erzählweise außerdem auffällt, ist, dass die Sichtweise zwischen den Charakteren fließend wechselt. Man hat eigentlich keine Leerzeilen, sondern es geht einfach im nächsten Absatz weiter. Und verglichen zum Film wirkt es so, als würde die Kamera, nachdem eine Szene vorbei ist, keinen harten Schnitt haben, sondern einfach so weiter zoomen, vielleicht in die nächste Wohnung und dann runter auf die Straße und jemand geht entlang und dann folgen wir dem und so weiter und so fort. Also es geht immer so von einer Person zur anderen und die Charaktere sind auch alle sehr, sehr unterschiedlich. Mit ihnen passiert auch immer sehr viel, was nicht heißen soll, dass sich hier zum Beispiel ihre Gesinnung immer um 180 Grad dreht, aber irgendetwas wirkt immer auf sie ein und sie reagieren auch alle sehr unterschiedlich auf diese Ereignisse. Was mir persönlich sehr positiv aufgefallen ist, ist die wunderbar ruhige und wohlformulierte Sprache, die es vermag, vor allem Nuancen im Zwischenmenschlichen unglaublich gut wiederzugeben. Ich möchte euch eine Szene vorlesen, ganz am Anfang, als sie den Brief vom Tode ihres Sohnes bekommen. Bis jetzt hat allerdings nur Anna Quangel ihn gelesen, ist in so einer Art kleinen Schockzustand zittert und Otto Quangel kann sich natürlich vielleicht schon denken, was passiert ist, hat es aber noch nicht gelesen und er steht dann so etwas unbeholfen über seiner Frau. Er sieht auf ihren Scheitel hinunter. Er ist so dünn geworden in den Jahren, seit sie geheiratet. Nun sind sie alte Leute. Wenn Otto, dem Sohn, wirklich was zugestoßen ist, wird sie niemanden haben und bekommen, den sie liebhaben kann. Nur ihn. Und er fühlt immer, an ihm ist nicht viel zum Liebhaben. Er kann ihr nie und mit keinem Wort sagen, wie sehr er an ihr hängt. Selbst jetzt kann er sie nicht streicheln, ein bisschen zärtlich zu ihr sein, sie trösten. Er legt nur seine schwere, starke Hand auf ihren dünnen Scheitel. Er zwingt sanft ihren Kopf hoch, seinem Gesicht entgegen. Und diese Sprache funktioniert aber nicht nur im sanften Zwischenmenschlichen, sondern auch im Bedrohlichen. Das haben wir oft bei der Familie Persige, die Parteimitglieder sind und sehr systemkonform. Aber ich möchte euch ein Beispiel vorlesen, ganz, ganz kurz, nur zwei Zeilen, in dem ein Gestapo-Kommissar eben mit einer Verdächtigen redet. Und das Zitat lautet: Mädchen, eine halbe Stunde Verhör bei uns und sie würden staunen, was für ein schreiender, jammervoller Dreckhaufen ihr Leib ist. Es ist sehr unangenehm, wenn man das an sich entdeckt. Also die Sprache hat mich absolut überzeugt. Es sind 700 Seiten und ich habe quasi jede Zeile geliebt. Ich mag den Ausdruck von Fallada sehr. Ein was mir persönlich etwas negativ aufgefallen ist, ist der Tempuswechsel zwischen Präteritum und Präsens. Ich sehe das ein, wann das passiert, dass das oft, wenn es von der auktorialen Erzählweise eben in eher so eine subjektive Sicht wechselt, aber mir persönlich wäre das lieber gewesen, wenn das einfach permanent Präteritum ist. Ich mag Tempuswechsel nicht so sehr, aber das war eher so eine Kleinigkeit, die mir halt aufgefallen ist, die aber nicht wirklich schlecht war. Noch auffälliger ist natürlich das Verwenden des berlinerischen Dialekts. Hier ist es auch unglaublich interessant, was es da für Unterschiede gibt. In der bereits erwähnten Familie Persige, wo der Vater halt Parteimitglied ist, die zwei der ältesten Söhne sind SS-Mitglieder und der jüngste Sohn gilt aber eigentlich so als große Hoffnung. Er ist zwar bis jetzt nur HJ-Führer, weil er halt noch so jung ist, aber unglaublich intelligent und er führt eigentlich in der Familie auch das Wort. Und da gibt es unglaublich tolle Gespräche zwischen ihm und seinem Vater, wo man schon merkt, dass er, der sich für was Besseres hält, arrogant ist, aber halt auch tatsächlich den anderen intellektuell überlegen und sehr so auf seinen Fortschritt bedacht, wie er ein ganz, ganz tolles Hochdeutsch spricht und sein Vater ihm eben so entgegenberlinert und dass man da schon so eine Art Machtunterschied feststellen kann. Also dass auch vielleicht dein Vater dann irgend so was Berlinerisches noch dahin murmelt und sein Sohn antwortet aber so im perfekten Hochdeutsch und weist ihn zurecht. Das, war sehr interessant. Genauso, dass halt Personen, die meistens eigentlich Hochdeutsch reden, dann aber in den Dialekt verfallen, wenn sie wütend werden oder so. Also das gefiel mir sehr gut, auch wenn ich nicht aus Berlin komme und den Dialekt also nicht verinnerlicht habe. Aber es hat mich beim Lesen definitiv nicht gestört, sondern fand ich sogar sehr interessant. Es gab nur eine einzige Stelle, über die ich mit euch nicht wirklich reden kann, weil sie es halt doch spoilen würde, die mir persönlich unrealistisch vorkam. Ich würde gerne wissen, ob Faller da irgendwie tatsächlich Hinweise darauf gefunden hat, also ob das wirklich so war. Mir persönlich kam es aber so vor, als ob er an der Stelle die Handlung künstlich verlängert. Ihr habt das bestimmt alle in der Schule gehabt, der retardierende Moment, weil die Spannung steigt an der Stelle und man denkt, oh Gott, jetzt passiert's. Und dann ist so, ach nee, doch nicht, ich verlängere die Handlung einfach mal noch so ein bisschen. Und mir kam es halt sehr unnatürlich vor, weil er an der Stelle auch selbst schreibt, ja, obwohl alles darauf hindeutet, ignoriert XY das jetzt an der Stelle einfach, was ich nicht nachvollziehen konnte. Warum ignoriert er das? Also Fallada erwähnt es halt auch schon so wie, naja, eigentlich
hätte man ja jetzt das und das machen müssen, aber das passiert einfach nicht. War halt so eine Kleinigkeit, die mich etwas gestört hat. Und auch das definitive Ende, also das letzte Kapitel, was meiner Meinung nach eher so nach dem Ende nochmal angeschoben wird, kam mir persönlich etwas zu aufgesetzt vor. Also ich hätte mich gefreut, wenn das letzte Kapitel einfach gestrichen worden wäre. Ich kann euch jetzt natürlich nicht sagen, wer darin vorkommt oder was passiert, aber das war mir dann etwas zu künstlich irgendwie. Im Großen und Ganzen liebe ich aber diesen Wechsel zwischen Hoffnung auf Gerechtigkeit vielleicht und auf der anderen Seite aber auch Verzweiflung. Die Quangels möchten Veränderungen herbeiführen, aber demgegenüber steht immer so eine gewisse Angst und dieses ganze große System, wo sie halt wirklich nur zwei kleine Menschen sind. Wir erfahren auch ab und zu mal von gewissen Taten der SS, wo man wirklich einfach nur noch erschüttert da sitzt. Und es ist bei mir immer wieder so, dass ich davon weiß. Ich habe das ja alles schon mal gehört, aber wenn ich dann davon lese, setzt bei mir so eine ganz naive Schranke ein, wo ich einfach nur da sitze und denke, wie können Menschen das denn anderen Menschen antun? Und ja, natürlich tun Menschen das quasi sekündlich anderen Menschen an, aber ich stehe da einfach in Unverständnis da. Und ich glaube auch, dass man das nicht wirklich nachvollziehen kann, wenn man da nicht dabei war. Und selbst dann nicht. Es ist einfach so ein unglaubliches Unrechtssystem, wo man halt mit einem Verstand, der so in Friedenszeiten eigentlich geprägt wurde, nicht herankommt. Und am Ende möchte ich euch noch etwas vorlesen, wo Otto Quangel mit jemand anderem spricht und ihm langsam so ein bisschen Zweifel kommen. Er so fragt wie, was hat es denn alles gebracht, was ich hier mache? Und die Antwort ist, wer weiß, Sie haben doch wenigstens dem Schlechten widerstanden. Sie sind nicht schlecht geworden. Sie und ich, wir widerstehen alle noch, heute, morgen. Und Otto Quangel antwortet wieder, tja, und dann wird uns das Leben genommen. Und was hat uns dann unser Widerstand genützt? Uns? Viel, weil wir uns bis zum Tode als anständige Menschen fühlen können. Umsonst geschieht nichts in dieser Welt. Und da wir gegen die rohe Gewalt für das Recht ankämpfen, werden wir am Schluss doch die Sieger sein. Und was werden wir davon haben, da unten in unseren Gräbern? Die Antwort lautet wieder, aber Quangel, möchten Sie denn lieber für eine ungerechte Sache leben, als für eine gerechte sterben? Es gibt doch gar keine Wahl, weder für Sie noch für mich. Weil wir sind, wie wir sind, mussten wir diesen Weg gehen. Also prinzipiell ein tolles Buch für mich. Ich mochte unglaublich viele Dinge. Ich mochte vor allem die Erzählweise, auch dass wir halt keine jungen Rebellen haben, die hier beschrieben werden, sondern es ist ein altes Ehepaar, was halt bis jetzt immer so vor sich hingelebt hat und versucht jetzt Widerstand zu leisten, auf ihre Art eben. An der Stelle möchte ich mal darauf eingehen. Es ist ja, wie gesagt, die ungekürzte Fassung. Im Nachwort wird auch beschrieben, dass manche Leute kritisiert haben, es gibt wohl einige Ungereimtheiten, etwas, was etwas unlogisch ist. Aber man muss halt zugeben, dass Faller da eher auf Atmosphäre hingeschrieben hat und das auch unglaublich geschafft hat. Also sowohl wenn etwas Sanftes passiert ist, war ich voll dabei, als auch wenn dann die Grausamkeiten beschrieben wurden. Sowohl das eine als auch das andere kann Faller da unglaublich gut wiedergeben, unglaublich mitreißend. Und es ist auch so eine, auf diese ruhige Art und Weise fiebert man mit. Ich weiß, das klingt ein bisschen albern, aber es wird nie hektisch, das Buch. Und trotzdem ist man halt so involviert mit den beiden. Und selbst wenn es dann eigentlich die Gegenseite beschrieben wird, wo es eher so eine Art Kriminalroman ist, also jemand, der den Fall aufklären möchte, selbst das wird gut wiedergegeben. Und etwas, was auch noch kritisiert wurde, ist, dass die Personen eher als Stereotype auftreten. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich mit der Kritik mitgehen würde. Mir hat es halt eher gut gefallen, dass die Charaktere auf jeden Fall alle sehr, sehr unterschiedlich sind, dass wir nachempfinden konnten, warum sie so handeln. Also ich würde das jetzt nicht als ein Klischee ansehen, dass halt alte Leute auf diese Art und Weise Widerstand leisten. Ich kannte da jetzt noch keine Geschichten in diese Richtung. Und das Schöne ist halt, dass sie eigentlich nicht von einem Ideal entflammt waren jetzt irgendwie, sondern dass für sie einfach so der ganz natürliche Schluss ist. Das und das ist passiert und wir müssen darauf reagieren. Und von mir bekommt das Buch eine absolute Empfehlung. Trotz der 700 Seiten ließ es sich sehr, sehr gut lesen. Ich würde mich freuen, falls einer von euch, außer Verstand, das vielleicht auch gelesen hat oder irgendetwas anderes von Fallada, mit euch ins Gespräch zu kommen. Eines der Lesehöhepunkte für mich auf jeden Fall dieses Jahr. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal.